So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Pack Openings. Und ihr seht schon oben im Titel und ihr seht es natürlich auch im Hintergrund. Heute nochmal mit 5 100k-Sets. Und wir haben es gerade bei mir 17 Uhr am Freitag, den 13.05. heißt, bei euch, bei dir, ist das Bundesliga Team of the Season ja mittlerweile schon released. Bei mir noch nicht. Ich habe gerade noch die Chance, wenn ich die Sets aufmache, vielleicht noch einen aus der Premier League abzustauben. Von dem her bin ich mal sehr gespannt, ob wir das Ganze, ob wir da mal Glück haben. Man kann dazu sagen, wir haben bislang, ich weiß es nicht, Unmengen an FIFA-Points investiert, zum Teil auch ein paar Coins. Und natürlich, ich glaube, Hector Bellerin war der teuerste aus den BPL-Shots. Ich hatte noch Eric Dier, allerdings der war damals auch im Most Consistent, da habe ich den gezogen. Und sonst glaube ich ziemlich nichts. Ich kann es euch ja mal ganz schnell zeigen. Komm, ich zeige es euch mal ganz, ganz schnell. Meine Teams, da habe ich nämlich mal so eine kleine Liste gemacht. Das sind alles First Owner Tots, die wir gezogen haben. Wir haben hier noch Van Dijk. Der war auch noch im Most Consistent, als ich den gezogen habe. Und sonst leider gar nichts, Freunde. Sonst leider gar nichts Interessantes. Wie gesagt, Bellerin war so der geilste von allen, der unfassbar stark ist, den ich absolut empfehlen kann. Aber sonst, ja. Hätte ein bisschen besser laufen können, von dem her dachte ich mir, Mensch, Schlappi, die Chance, die lässt du dir nicht nehmen, heute nochmal mit den 100k-Sets und deswegen werden wir die öffnen. Wir haben 55 Minuten Zeit, das heute mal gerade zu schaffen mit 5 Sets und in dem Sinne, wenn es euch wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie bislang eure Ausbeute war. Vor allem bezogen auf die Premier League Team of the Seasons, aber natürlich jetzt schon auch auf die neuen und ich bin mega gespannt. Come on, EA! Irgendwann müssen wir auch mal ein bisschen Packluck haben. Wir ziehen zum Start Koscielny, da könnte noch einer drunter sein. Ist er leider nicht. Ich habe bisher noch in keinem... Buffarini war halt auch ein Tots. In bisher keinem YouTube-Video einen gezogen. Ich meine, ich habe euch das Best of Bade-Streamer gezeigt. Aber leider Gottes noch nicht in einem Video, wo ich extra nur für YouTube mache. Wo ich nicht einen Stream zusammenschnibbel. Da haben wir bislang noch keinen Tots gezogen. Von dem ist, glaube ich, heute vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Als Team of the Week Spieler haben wir auch nicht so die mega, mega krassen. Es sind ein paar coole dabei, aber glaube ich keiner, der jetzt unfassbar viel wert ist. Von dem her würde ich mich auch zumindest freuen, aber wir gucken einfach mal. Wir ziehen Rakitic, da könnte noch einer drunter stecken. Auch da ist keiner drin. Auch da ist, auch der war Tots. Chilesen, wie auch immer. Juanfran, Fonte, Moya, Balotelli ist immer ab und zu noch ein bisschen was wert. Gibt's das? Hat's das schon mal gegeben? Sind das Brüder oder Cousins? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Giovanni dos Santos und Jonathan. Krass. Okay, packen wir auch mal auf die Transferliste. Nicht schlecht. Nein, wir ziehen... Ta. Buffarini wieder. Ta ist in 2 Stunden, ne? Nicht mal 2 Stunden, ne? Als 93er, glaube ich. Nee, was war's? 85er, 83er? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall als Tots in den Sets, Jungs. Und ich ziehe ihn jetzt. Also aus meiner Sicht natürlich, ne? Aus meiner Sicht. Ich denke, das Video kommt am Samstag. Ich hoffe, ich habe das richtig alles gemacht, Freunde. Nächstes Set, come on. Wir ziehen im dritten 100k-Set. Hugo Lloris. 85er, das sind alles keine schlechten Spieler, aber das sind alle Spieler, die halt nichts wert sind und die kein 100k-Set rechtfertigen. David Villa, Maicon, Pereira, Kurzuma, Kovacic können noch ein bisschen was wert sein. Mal schon, da ziehen wir bestimmt wieder einen ehemaligen Tots. Ich glaube nicht. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Kann durchaus sein, dass deiner dabei war und ich den gerade übersehen habe. Henderson, Quagliarella. Naja. 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 Ganz ehrlich, ich habe eigentlich gehofft, dass genau das, was gerade passiert, nicht eintritt. Ich dachte, wir haben bislang echt... Also man mag vielleicht meinen von den Art... von den Spielern, die wir gezogen haben. Ich habe euch ja gerade die Tots gezeigt, dass wir unfassbares Packluck haben. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wir wirklich unfassbar viele Points investiert haben. Und das wirklich... Ich habe nicht nachgezählt, aber Logo auf jeden Fall Minimum 100.000. Minimum. Wenn nicht sogar um die 150.000. Bislang, nur zur Totszeit. Heißt, seit knapp 2 Wochen. Und dafür ist das dann doch ein bisschen wenig. Und halt noch Coins. Eine knappe Mille an Coins haben wir auch noch rausgehauen. Von dem her, da könnte durchaus mal zumindest ein High-Rated Tots kommen. Und es kommt Joe Hart. Und es kommt Gignac. Ja gut, zumindest nochmal in Inform. Ich weiß nicht, ob Gignac noch was wert ist. Soll ja ziemlich OP sein, der Kollege. Ich weiß nicht, ob... Oh, ist nichts wert. Okay, aber ich will mich nicht beschweren. Zumindest mal eine Special Card. Also, Team of the Week, Gignac. Wir haben Pastore, wir haben Joe Hart, wir haben Perdin, wir haben Trapp. Negredo, mal schauen, ob wir noch einen zukünftigen oder einen Ex-Tots ziehen gezogen haben. Mal schauen. Plattenhardt. Der war, glaube ich, keiner. Diaby. Nee, müsste passen. Zumindest da haben wir jetzt Glück, wenn man das mal so nennen kann. Strootmann kann ich mal noch mitnehmen.
Können wir noch vielleicht ganz gut verkaufen. Und auch Negredo könnte zumindest so ein bisschen was gehen. Rest können wir erstmal abstoßen. Also vielleicht haben wir jetzt zum Ende hin doch noch ein bisschen Glück, Freunde. Gerade in der Inform, jetzt vielleicht der Tots. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein Set mit geschlossenen Augen, Jungs. Ich gucke nicht hin. Wir drücken alle die Daumen, dass es ein Aguero wird, dass es ein Harry Kane wird, dass es ein Vardy wird, ein Mahrez, ein Kanté, ein was weiß ich. Irgendeiner, der vielleicht mehr hat als eine 85. Aber mir ist es gerade auch völlig egal. Hauptsache vielleicht noch ein Tots. In dem Sinne, Jungs. 3, 2, 1, go! Wir ziehen Toni Kroos. Wir ziehen Toni Kroos. Und sonst... gar nichts. Also die 100k-Sets. Ich weiß nicht, ob ihr die auch aufgemacht habt. Haben sich meiner Meinung nach sowas von gar nicht rentiert. Das ist heftig. Das ist richtig krass. Was haben wir jetzt da rausgeholt pro Set wahrscheinlich? Boah, wir haben eigentlich keinen Spieler, der so für mega viel geht. Ihr könnt gleich mal nochmal in der Liste schauen. Wir haben keinen Spieler, der so wirklich für mega viel geht. 500k-Sets. Und unser Bester ist Rakitic. Beziehungsweise Groß, okay. Aber der wird wahrscheinlich ein bisschen weniger wert sein. 5.000, Mann. 5.000. Bonucci, die sind alle nicht so viel wert. Die sind alle nicht so viel wert. Mal ganz kurz schauen, was kostet nochmal so ein Pastore? Ah, 2.000. 2.000. Zuma. Kovacic, schauen wir nochmal. Juri mit einer 85. 3.000. Hoppala, es war wirklich einer mit 5.000 Coins. 5.000 Coins war das meist, das höchste oder der beste Spieler in dem Bezug. Krass. Warum ist jetzt da nochmal? Haben wir zweimal groß? Also nicht zweimal groß, nee, aber nicht. Heftig, heftig, Jungs. Also in dem Sinn, 100k-Sets haben sich an der Stelle leider gar nicht rentiert. Bezüglich dem BPL-Shots. Ich bin mal sehr gespannt. Wenn ihr das ganze Video seht, ist ja wahrscheinlich schon so ein bisschen was passiert. Dann gibt es ja da schon ein paar Neuerungen. Ich bin gespannt, ob EA das Ganze wieder so aufbaut, dass man auch die Chance hat, wie zuletzt Robert tut, dass man den Spieler nur durch das Gewinnen eines Cups letztendlich bekommen kann als Untradable-Version. Was ich sehr cool fänden würde. Die Frage ist dann, wer das sein wird. Bin ich auch mal gespannt. Vielleicht ein Tar. So die Richtung, keine Ahnung. Ich bin ja noch in der Vergangenheit aus eurer Sicht. Oder ihr in der Zukunft gerade. Von dem her bin ich da mal sehr gespannt. Freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Es wird einige Pack-Openings geben. Ich werde natürlich auch wieder ein Best-of-Bardi-Stream zusammenkloppen. Da werden wir hoffentlich zumindest irgendwas mal ziehen. Muss ja sein. So viel wie wir ausgeben in der Woche, da muss was kommen. Von dem her, da könnt ihr euch drauf freuen. In dem Sinn, schreibt mir gerne in die Comments, falls ihr schon wisst, mit welchem Spieler wir vielleicht mal irgendwas testen sollen. Eine 99er Pace Aubameyang, einen 98er, was das Overall-Rating angeht, Lewandowski und. Ein Wagner von Darmstadt. Schreibt mir das alles mal gerne in die Comments und in dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ich hoffe, ihr hattet mehr Pack-Luck und in dem Sinn bin ich raus. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.